Die Zwölfe zum Gruß, ihr Lieben. Es geht weiter mit Satinavs Ketten. Wir sollen drei Aufgaben mit Geron lösen. Hier in dem Feenreich. Nairut Neva heißt es, glaube ich. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen können. Können wir da denn jetzt mal hingehen? Wir gehen einfach mal rum. Wir gucken noch mal alles an. Ach, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite vom Baum. Na, das ist ja interessant. Ich glaube, das könnte, weiß ich nicht, unsere erste Aufgabe auch sein mit dem Apfel, aber gucken wir mal, was wir machen können. Unerreichbar. Was ist schon unerreichbar? Aber wir haben auch jetzt nicht einen Stock oder irgendwas Langes. Würde uns ja aber auch nichts bringen, oder? Aber vielleicht können wir wieder was basteln. In so einem Korb hat Hilda immer ihre Welpen schlafen lassen. Können wir den vielleicht zerstückeln? Nein, was soll das auch bringen? Dann hätten wir so ein langes Dings. Hier, mach mal kaputt. Ich weiß nicht. Nee? Okay. Lea. Hm. Na gut. Und hier, wir können das doch direkt einfach brechen. Ich bringe Unheil. Ich bringe... Mir fällt dazu nichts ein. Hm. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Ja, hier können wir ja wohl nichts machen. Da wäre der Bienenstock, aber ich glaube, dass diese Seite hier besser ist, weil hier der Wasserfall ist. Und wenn es plätschert, dann reagiert der Pfau ja auch. Könnte also eine Möglichkeit sein. Hier geht's nach oben. Ach, es ist so schön. Und jetzt sind wir auf dieser Seite, ha? Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Kann man denn hier irgendwie rüber? Herr Fischer, Herr Fischer, wie kommen wir da rüber? Hm. Nee, das glaube ich erstmal nicht. Ich würde eher hierhin nochmal wollen. Hier, geh mal da automatisch hin. Haha, es geht ja gut hier. Ach nee, dann gucke ich wieder zum Baum. Nee, ist Quatsch, das will ich gar nicht. Da will ich hin. Damit wir bei diesem... Wie hieß er noch? Na, dieser Schnüffelnase hier. Krebs. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Es war doch, oder es hieß doch, wenn man da was Gutes riecht, dann widmet der sich dem zu. Aber leider habe ich jetzt gerade nichts, womit ich ihn schnüffelmäßig irgendwie beeindrucken könnte. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Der Wind kommt aus... Was war hier nochmal mit? Kann ich da was machen? Weiß auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich einen Schlüssel. Wie wär's mit dem Kelch? Keine Zeit für sowas. Hm. Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Ja, irgendwie wird sich da dann schon was bauen, dass man darüber gehen kann. Aber ich habe ja auch nichts, was ich als Schlüssel nehmen könnte. Stechen, schneiden oder einritzen, das geht hier nicht. Hm. Flechtkorb. Ja, ja, das geht dann wohl nicht. Ich habe nichts zum Schnüffeln, ich habe keinen Schlüssel. Können wir mit ihr nochmal reden? Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Dass sie immer so aus der dritten Person reden muss. Hat er? Steht doch direkt vor ihr. Aufgaben, Vogelmann. Der Vogelmann. Hat er die Gestalt eines großen, schwarzen Vogels? Nein, doch ein großer Nachtvogel begleitete ihn, als er sich uns offenbarte. Weshalb fragt der Nachthaarige danach? Ach, nicht so wichtig. Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairut Neva verließ, ging sie mit ihm. Mhm. Achte er... Ja, ja. Ist ja gut. Ich bemühe mich ja schon, hier alles zu beachten. Sie kritzelt da irgendwas, hat sie hier irgendwas an sich, an ihrem Kleid. Ist hier noch irgendwas, das man einsammeln könnte, aber ich habe ja schon den Kelch gestohlen. Naja. Von daher, der V wird mir doch auch nicht groß helfen können. Wir könnten ja wieder mal zurückgehen. Stimmt, weil ich meine,
Hier waren wir auch nur ganz kurz. Das ist doch der Brunnen. Vielleicht ist dieser Brunnen ja ein Teil von dem Brunnen da unten. Vielleicht können wir hier irgendwas ändern. Und wir reden nochmal mit dem Augenwesen. Über seinen Geburtstag. Wunsch des Augentiers. Was willst du jetzt machen? Nichts. Ich will nur noch einen Platz finden, an dem ich in Gram die Ewigkeit verbringen kann. Aber wie soll ich mit geschlossenem Auge danach suchen? Oh. Was würde denn passieren, wenn du doch dein Auge öffnest? Nein, niemals. Sobald ich nur mein Kukuskop sehe, beginnt alles wieder von vorn. Hm. Ich habe da einen Platz für dich. Einen Ort, an dem ich bleiben kann? Ja, komm mit. Nein, warte. Wie ist er denn so? Aussicht, dunkel, traumhaft. Traumhaft? Aussicht? Will er eine Aussicht? Man hat eine schöne Aussicht über das ganze Feenreich. Das ganze Feenreich? Oh nein, da kann ich mein Auge doch nicht geschlossen halten. Niemals. Also eher das Gegenteil? Ich habe da einen Plan. Wie? Dann nehmen wir diesmal dunkel. Es ist ganz dunkel. Wie dunkel? Nadelwald, Neumondnacht, leere Augenhöhle. So dunkel wie in einer leeren Augenhöhle. Oh, das ist dunkel. Da ist jedes Licht vergeblich. Ja, und jetzt komm. Aber was dann? Was mache ich dort die ganze Zeit? Zeit in Gram verbringen, träumen. Du kannst da schlafen und träumen. Träumen? Für ewig? Und wovon soll ich träumen? Kukuskop, Geburtstag, Königin. Geburtstag. Vielleicht träumst du von deinem Geburtstag. Mit Geschenken? Mit unzähligen Geschenken. Ui, traumhaft. Bitte, bring mich hin. Dann los. Schön, wir helfen ihm, aber eigentlich wollte ich mit ihm noch über das Kukuskop reden. Na egal, jetzt haben wir ihn bei uns. Dieses putzige Fellknäuel hätte uns beinahe umgebracht. Aber wie soll man dem kleinen Kerl böse sein? Ja, irgendwie schon. Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe es hoffentlich zerstört. Hm. Wie auch immer, wie auch immer. Wie auch immer, wie auch immer. Hallo, ist da jemand? Hey, hallo, ja. Verloren? Es gibt immer... Ja, das hatten wir auch schon, nichts Neues. Was ist mit dem Brunnen jetzt? Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Können wir da nichts machen? Tonglas, aber nicht das. Hm. Das ist kein Seil, kein Leder und kein Butterbrot. Nein, aber Eis. Da könnte man ja drinnen rumstochen und sich ein Stück Eis mitnehmen, wofür auch immer. Keine Ahnung. Natürlich nicht. Okay, nix zu tun, merke ich schon. Damit breche ich sicher irgendein Gesetz. Oh, ich habe sie mitgenommen. Was ist jetzt? Das ist ein Abbild der Königin, aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Kann ich die jetzt woanders hinsetzen? Kann ich die in den Brunnen tun? Wird doch nichts. Dann behalte ich sie, glaube ich, erstmal bei mir, weil... Ja. Was sind das alles? Geister? Sind das Tote oder so? Ich weiß noch nicht so richtig. Moment mal. Wenn man das auch umdreht hier... Ja, genau. Dann ist es nämlich wie bei diesem Baum. Alles still. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Hm, okay. Ja. So ähnlich wie halt bei diesem Baum. Gefrorener Wasserfall. Ach ja, wie kriegen wir denn hier nun mal den Sommer hin, anstatt Winter? Die Muschel flüstert etwas. Fortan sein Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verdurstet, wer die Gesetze...
Eine Muschel? Wo ist das Meer dazu? Was ist, wenn wir denn den Okolunkulus dem Pfau jetzt mal bringen, weil die waren doch gut befreundet. Willst du dich mit deinem Ohrenfreund unterhalten, Augenwesen? Nein, nein, das Auge bleibt zu. Okay. Na gut, was ist mit der Lichtstatue? Die vielleicht im V präsentieren? Keine Zeit für Experimente. Na gut. Geh mal wieder zurück. Ja, lass dir Zeit, Gerun. Ach nee, er läuft sogar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wozu? Okay. War ja ein Versuch wert, mein Gott. Was soll ich auch mit einer Lichtstatue? Aber die Lichtstatue, vielleicht könnte man die als Schlüssel benutzen. Ich weiß nicht, vielleicht geht das ja sogar. Jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite. Mist. So. Ist das vielleicht der Schlüssel? Ich bin etwas ideenlos. Manno, dann nimm Krebs hier das... Kunst interessiert dieses Schalentier wohl nicht. Das Augenwesen vielleicht. Ich glaube, die Nase ist ein Einsiedler. Die mag keine Verwandtschaft. Flechtkorb? Hatte schon bessere. Kelch. Der leere Kelch interessiert das Nasen. Leer? Aber vielleicht kann ich da ja was reintun. Ich glaube... Was könnte ich denn da mal reintun? Was anders riecht, sodass er, weiß ich nicht, mit dem Himmelsrichtung halt. Honig wäre doch eine Idee. Ja, wenn ich Honig hätte, dann könnte ich das in den Kelch tun, aber auf der anderen Seite kriege ich ja nur den Honig, wenn ich hier, da komme ich doch nicht so ran. Was nützt ein Bienenstock in einem verbotenen Garten? Mein Arm ist zu... Ach, immer ist dein Arm zu kurz. Das hilft auch... Geht nicht. Aber das wäre eine Idee, weil dann würde er was Süßes zum Schnüffeln haben. Aber das geht ja so eigentlich nicht. Ich meine... Es ist ja auch gerade Winter in dem Garten. Wahrscheinlich ist da gar kein Honig gerade drin oder so. Vielleicht erst im Sommer so. Er ist festgefroren. Dabei ist es hier nicht mal kalt. Ach, Menno. Was mache ich denn noch mit dem Flechtkorb? In so einem Korb hat Hilda immer ihre Welpen. Vielleicht kann ich da... In so einem... Vielleicht muss ich das Augenwesen auch einfach mal tatsächlich jetzt wohin bringen. Wohin es denn will. Weiß ich nicht. Wo kann ich das denn mal hinbringen? Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus. Von wie aus denn dann? Also es soll da rein, aber ich komme da doch gar nicht hin. Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus. Ja, ich komme da halt nicht ran. Das ist das Problem. Nordosten. Nordosten. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Der Wind kommt aus einer... Der Wind kommt... Der Wind kommt aus einer... Das sagt er irgendwie bei allem, ne? Der Wind kommt... Sagt er auch mal was anderes? Derzeit und riecht... Derzeit kommt der Wind aus dieser Richtung und riecht verbrannt. Riecht verbrannt? Aus Osten. Ja, weil da guckt das Vieh ja auch hin und da schnüffelt das und dann zeigt das Ding aber dahin aus Osten und riecht verbrannt. Dann müssten wir ihm einfach nur mal was anderes unter die Nase halt halten können. Ich glaube, die Nadi mag... Schwierig. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie es gelöst wurde hier.
Eure Majestät... Hat er die Aufgaben gelöst? Welche Aufgabe? Er bringe uns... Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu. Sobald alle auf dich machen. Alles klar. Noch. Achte. Vielleicht könnten wir diese Lichtstatue, die wir haben, schon mal irgendwo hinstellen. Weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Keine. Na. Ja, geh wieder zurück. Ja, ich bin hier echt, also ich komme gerade nicht schnell weiter, ich weiß, aber ich will es ja auch selber ausprobieren und nicht immer gleich in irgendwelche Lösungen gucken. Muschel. Vielleicht kann ich auch mit der Muschel was machen, oder? Ich muss mit dem Pfau nochmal reden. Ach, Pfauenrad. Unerreichbar. Pfauenrad. Es ist Sonnenuntergang. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich das Pfauenrad an sich auch nochmal anklicken kann. Ja, nun mach mal schneller hier. Pavauris? Ja, bitte? Ja, bitte? Sommer und Winter, Geburtstag des Augenwesens. Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile, aber... Es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstagsfest braucht unbedingt 3 Dinge. Erstens, Spielleute, die auf glänzenden Flöten und schillernden Harfen für Musik sorgen. Zweitens, ja, was war noch? Den Rest habe ich vergessen. Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Dabei hat Okolunk... Ja. Warum seufzt denn der... Das ist aber im Grunde besser so. Wo ein schön... Das hat die ganze... Ein schöner Duft bringt den dazu. Wie erkennst... Zählst du die... Das würde nicht Sommer und Winter... Nein, wenn ich es fliege. Ja, Manno. Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Um die Mitternachtsstunde. Also in der Nacht. Vielleicht kann ich das ja dann irgendwie nutzen... Woran merkst du? Tja, ohne aus. Ich erkenne es. Wer? Du weißt also... Und woher? Ich richte mich nach... Der Wind kommt immer aus der Richtung. Wie jeder weiß, geht's... Dann störe... Ja. Das hilft mir irgendwie trotzdem gerade nicht weiter. Es sind einfach so viele Eckpunkte und ich frage mich halt, was ich übersehe oder was ich machen könnte. Vor allem, was, ich habe jetzt hier einen Flechtkorb und diese Lichtstatue, das ist so abstrakt alles irgendwie. Es ist Sonne noch. Ich wüsste halt nicht, wie ich oben bei diesem Einsiedler ihn ablenken könnte mit irgendwas, was ich gerade habe, damit er das schnüffeln kann. Dann würde sich der Wind schon mal drehen oder so, ich weiß nicht. Dadurch, ich weiß nicht, es ändert sich ja auch, also der beeinflusst ja den Pfau. Der macht dann Sommer, dann oder andersrum, Einsiedler Wind, dann kommt Sommer, dann fließt das Wasser, sodass der Pfau das hört. Also es hängt ja alles so miteinander zusammen. Begehbarer Kopf, atemlose Vision, Traumgemach. Der Statuenkopf ist... Ja, aber wie gesagt, dort wird... Achtet. Wieso hat's eigentlich bei ihm gerade geflossen? So im Hintergrund wie plätschern oder so. Gibt's hier nicht noch was zu tun, aber vielleicht sollte man ihn auch einfach nur hier wegholen. Oder ich kann hier immer noch was beim Brunnen machen. Das bringt... Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme? Weil Winter ist. Ah, du bist aber... Ja, ist gut. Das ist kein... Einfach mal ein bisschen rumprobieren, keine Ahnung. Nicht genug Zunder, um so viel Eis zu schmelzen. Aha. Ich kann ja auch Dinge kaputt machen und wieder reparieren, aber... Ließe sich das hier vielleicht reparieren? Damit lässt es sich auch nicht öffnen.
Ich bin froh, dass es kaputt ist. Was auch immer das ist, ich muss das tun. Da bin ich durchgefallen? Ist hier noch irgendwas? Nee, irgendwie nicht so. Menno. Muss doch eine Möglichkeit geben. Muss doch hier irgendwas geben, was ich machen kann. Ich will überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Oh, ich war gerade eingeschlafen. Nein, nein. Du machst es mir nicht gerade einfach, dieses Auge des Unheils geschlossen zu halten. Nein, tut mir voll leid. Oh. Ich nutze ihn einfach mal aus hier gerade. Den Okulunculus. Kann ich den hier irgendwie zum Schmelzen bringen? Ich bringe Unheil? Kann ich den irgendwie einfach kaputt machen? Mein Arm ist... Kannst du den nicht irgendwie verlängern? Ich bringe... Das bringt... nichts. Wird doch nicht... Mein Kopf... Ja, ich komme einfach nicht ran, ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt hier mal einen Cut machen und noch weiter offline weiterschauen, was ich hier übersehen habe, würde ich sagen. Und dann schalte ich wieder zu und dann hoffe ich, dass ich eine Idee habe und weiterkomme. Dann verdüdel ich nicht so viel Zeit, aber vielleicht fällt euch auch noch was ein. Noch bin ich ja nicht groß weitergekommen. Vielleicht löst das, wenn ich weiter weiß, auch eine Kettenreaktion aus, aber falls nicht... Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr so für eine Idee hättet. Bis zum nächsten Mal.